Hey, die Credits laufen. Wir haben das Spiel durch. Wir haben das Spiel durch jetzt hier, ne? Sehr geil. Ja, auf jeden Fall, wie ich finde, Crysis ein sehr geiles Spiel, obwohl ich das mit meinem Let's Play irgendwie total verhauen habe, muss ich zugeben. Also, das war wirklich das einzige schon Projekt, wo ich ordentlich mal am Fällen war. Also, so richtig ordentlich. Also, ohne Gnade, mich. Ich meine, obwohl. Ja, okay, es ist auf jeden Fall schon ein Spiel, wo ich schon sehr, sehr oft gestorben bin. Also, das war echt hardcore, hammerkrass. Aber naja. Oder zum Beispiel, ey, diesen Fail werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und zwar, wo ich erstmal nach unten ging, um die Geiseln da zu befreien, aber noch nicht da reinkomme, weil ich erstmal zur Landungs-irgendwas-Zone da muss. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße gemacht finde. Wegen, ich meine, warum werden mir die zwei Ziele markiert? Warum haben sie das nicht so gemacht? Hier, da ist ein Ziel, da musst du erst hin und danach, wenn das Ziel beendet ist, das andere Ziel eingeblendet wird. Finde ich irgendwie besser geregelt. Dann sagt man sich, okay, ich muss anscheinend wahrscheinlich erst die Geiseln befreien und dann zur Landungszone, damit sie uns alle abholen. Wäre ja eigentlich schon logisch, aber war es doch nicht so. Naja, auf jeden Fall, was gibt's noch zu sagen? Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Trotz meines ganzen Gefail-Zeugs, Dingenskirchen und manchmal am Upragen. Muss ich zugeben. Also da habe ich ordentlich schon öfters upgeraged in dieses Game. Also das ist echt nicht mal feierlich gewesen. Dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. Und für meine ganzen Fails. Besonders zum Beispiel dieser geile Fail mit dem Panzer. Wo ich erstmal nicht wusste, dass da ein Raketenwerfer irgendwie in der Nähe ist. Und da habe ich ihn gefunden und dann, ja, habe ich trotz dessen auch schon ein bisschen gefailt. Also Crysis ist auf jeden Fall schon, wie ich finde, wenn man das zum ersten Mal spielt, schon ordentlich, ja, schwer, kann man sagen, irgendwie. Das war irgendwie, wie ich finde, schon das schwerste Spiel, was ich je gespielt habe, so wirklich, ehrlich gesagt, wegen. Die Gegner hatten schon einiges drauf und es war erst auf normal. Das muss man dazu rechnen. Ich will nicht wissen, wie die Gegner dann bei schwer oder so abgehen, da hauen sie sich sofort tot. Oder überhaupt diese ganzen Faker-Anzügen, Heini. Mit der Minigun, Alter, ey. Zwei Schüsse oder so, und ich bin total down. Bin sofort tot. Also war echt extrem. Ja, auf jeden Fall haben wir es durch, ey, wow. Als nächstes, nebenbei gesagt, wird Crysis Warhead jetzt angefangen. Und nach Crysis Warhead gehen wir zu Crysis 2 über, worauf ich mich auch schon riesig freue. Wegen da soll es ja nebenbei auch so einen Stealth-Kill geben. Das habt ihr zum Beispiel auch in den Kommentaren geschrieben und das habe ich auch in manchen Gameplays gesehen. Dass man den von hinten irgendwie in Würgegriff nimmt, irgendwie keine Ahnung, und dann irgendwie Messer rein. Irgendwie so war das. Glaube ich jedenfalls. Wenn ich mich nicht irre. Wenn nicht, dann auch egal. Auf jeden Fall sehr geiles Game. Muss man schon sagen. Also hat schon sehr viel Spaß gemacht. Besonders auch die Gegner manchmal im Würgegriff zu nehmen, in die Luft zu schmeißen und dann nochmal ordentlich drauf zu ballern. Und der Typ macht erstmal einen schönen 360 in der Luft irgendwie. Und total am Abdancen. Ja, war sehr nett. Doch, war recht geiles Game. Muss man schon sagen. Joa, was ihr jetzt noch zu sagen? Bevor manche auch ankommen von wegen, Hero, machst du die Multiplayer? Nein, mach ich nicht. Nee, mach ich nein. Nein, 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 nein. Nee, ich will mich jetzt total erstmal auf den Singleplayer konzentrieren. Also Crysis Warhead, dann irgendwann Crysis 2, erstmal das alles abarbeiten. Vielleicht kommt denn ganz vielleicht ein Crysis 2 Multiplayer Let's Play irgendwie so einen kleinen paar Parts, so irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ein großes vielleicht, also man kann sagen, zu 20% würde ich das vielleicht machen. Und dazu muss ich mir das erstmal auch angucken, wie das Spiel ist, Crysis 2, also wie der Multiplayer ist. Crysis 2 an sich ist bestimmt geil. Vom Singleplayer her, aber vom Multiplayer, oh, ich weiß nicht. Vielleicht ist der scheiße, vielleicht ist er gut, kein Plan. Kenne ich ja noch nicht.
Ist natürlich auch blind, ne, nebenbei gesagt, also das Let's Play. Ich habe halt noch gar keinen Crysis-Teil gespielt, das war mein erster. Obwohl ich zugeben muss, ich habe ganz, ganz, ganz früh, also wo das Spiel erst auf den Markt gekommen ist, versucht das Spiel zu spielen. Bloß wie bei vielen anderen, eingeschlossen mir, lief das Spiel nicht. Also total die Ruckler und dann habe ich gesagt, nach 5-4 Minuten, oh nee, kannst du nicht spielen, scheiß drauf, denn nicht. Aber jetzt Let's Play und ja, war ordentlich. Warum ich das nebenbei überhaupt dann nicht mehr gespielt habe, beziehungsweise es versucht habe, wo ich mir ein neues System angeschafft habe, das frage ich mich. Naja, egal. Kein Plan, vielleicht hatte ich keine Lust, vielleicht hatte ich keine Zeit. Was weiß ich, was da früher war, auf jeden Fall. Trotz dessen ein sehr schönes Spiel, ja. War nett. Außer, was ich ehrlich gesagt ein bisschen bemängeln muss, dass man irgendwie keinen Stealth-Skill so wirklich ausführen konnte. Also so ein richtiger, normaler Stealth-Skill. Von wegen, dass er den kurz im Würgegriff nimmt oder so und dann leise ausschaltet im Unsichtbarkeitsmodi-Dingenskirchen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also sowas, so eine Art der Stealth-Skill von Battlefield 3 bloß mit Unsichtbarkeit verbunden irgendwie. Oder zum Beispiel der Stealth-Skill von Splinter Cell zum Beispiel. Das wäre noch geiler gewesen. Dann könnte man so richtig ordentlich Stealth vorgehen. Also wirklich die Möglichkeiten, richtig ordentlich Stealth vorzugehen, hatte man schon irgendwie, aber auch wieder nicht. Okay, ich könnte mich auch durch das ganze Level irgendwie schleichen und nur die Mission erledigen und die Gegner, die mir halt irgendwie im Weg stehen, einfach schlafen legen, aber naja. Aber mir ist auch aufgefallen, dass das Spiel so eine kleinen, naja, kleinen Fehler hatte. Also einen ganz kleinen. Und komischerweise ist es bei mir auch öfters abgestürzt. Ich weiß gar nicht warum. Das ist einfach abgestürzt. Einfach auf den Desktop und dann fertig. Kein Spiel hat sowas gebracht wie Crysis. Schmeiß mich auf einmal auf den Desktop einfach. Nicht, dass da was steht, irgendwie Crysis-Programm funktioniert nicht mehr irgendwie. Nö, einfach Desktop und gut ist. Einfach so von wegen, so, mach eine kleine Pause erstmal, Kollege. Kein Plan, also ganz komisch, diese ganze Geschichte. Nebenbei, boah, mein PC ist gerade total heiß, ey. Alter, der ist echt heiß. Ja? Durch Crysis. Der glüht, Mann. Naja, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiterlabern, die Credits durchlabern. Das mögen sicher auch noch viele, manche, wenn ich einfach mal was über das Spiel erzähle und sonst was. Aber diese eine Mission hat mich schon richtig angenervt, auf jeden Fall. Wo man halt alle ausschalten muss, damit der Heli da landen kann. Das waren einfach zu viele, finde ich. Das war ein bisschen übertrieben. Ich meine, meinetwegen normale Einheiten mit diesen paar Crysis-Typen, so 4, 5 Leute circa. Okay, aber dann war noch ein Panzer da, dann noch ein Heli und zu guter Letzt waren da noch ein paar Jeeps, wo ein paar Leute drin waren. Also das war schon sehr extrem. Also, wow. Das hat mich auch schon, ehrlich gesagt, schon ein bisschen aufgeregt. Ich meine, wie lange war ich da in dieser Mission? 40 Minuten oder so? Nur am Gefehle, also wow. War schon sehr hart, die Mission, finde ich. Ich will auch gar nicht wissen, wie die Mission wirklich auf schwer wäre. Alter, oh, alter Falter. Naja, aber das liegt auch wahrscheinlich auch daran, dass es halt mein erstes Crysis war und ja. Vielleicht habe ich auch manche Sachen falsch gemacht. Wo bestimmt manche Leute, die Crysis schon 2 Jahre spielen oder so, gesagt haben, oh Zero, warum machst du das nicht und warum machst du das nicht und warum nimmst du nicht die Waffe und warum nimmst du nicht die Waffe und die Waffe ist doch viel besser und damit kannst du total alles aufräumen oder so. Also, naja, sorry dafür. Trotzdessen, wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich merke das auch irgendwie total an den Aufrufen wegen Crysis. Krieg eigentlich fast so viel Aufrufe wie Call of Duty Multiplayer, also nicht genau viele, aber schon ordentlich. Also das ist schon so ein Projekt, was ihr anscheinend gerne sehen wollt oder wolltet. Also das freut mich auf jeden Fall sehr, wenn ich da
sehe viele Aufrufe, das freut mich sehr. Da müssen ja auch nicht so 20, 50 Kommentare sein oder zigtausend Daumen hoch oder Daumen runter. Okay, es wäre gut, aber man kann ja nicht alles haben, aber so ein paar Aufrufe so, wo ich sehe, okay, den Leuten gefällt's, die Leute schalten da ein und das Video habe ich nicht mal im Autoplay drinne, da sehe ich, okay, da geht die Post ab. Das motiviert mich auch wirklich die ganze Zeit weiterzumachen, von wegen, ich fange ein Spiel an und ich sehe, wow, die Aufrufe steigen aber enorm, da denke ich mir, okay, weißt du was, da willst du einfach mal an einem Tag das durchhaben und einfach mal mehrmals so zwei Videos am Tag hochladen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich meine, bei Darksiders 2 war die Motivation eher im sehr niedrigen Bereich. Also, ich habe gesehen, das interessiert fast keine Sau. Okay, Part 1 hatte natürlich am meisten Aufrufe, Kommentare, Daumen hoch. Aber ab Part 3 war es dann immer wieder niedriger. Da denke ich mir so, warum? Aber ich bin dann auch wiederum kein Typ, der sagt so, keiner schaut das Video an, ich breche das Projekt ab. Da will ich es lieber durchziehen, als so ein abgebrochenes Projekt haben wegen zu wenig Aufrufe. Okay, die Aufrufe waren nicht so wenig, aber die waren schon wenig im Gegensatz zu anderen Spielen, sag ich mal. Aber trotzdessen hat mir Darksiders auch sehr viel Spaß gemacht, was mich auch wiederum motiviert hat, das weiterzuspielen. Denn ich finde die Story einfach total geil. Das Kampfsystem total geil und alles mögliche. Oh, das ist toll. Crysis läuft, Let's Play und alles und ich rede irgendwann von Darksiders. Schön. Aber was willst du auch da labern? Die ganzen Credits, ey, die laufen bestimmt jetzt so eine Stunde oder so und mir fällt jetzt schon wieder nichts ein, ey. Mann. Ich kann ja nochmal ganz kurz reden von der Umfrage. Ich habe ja euch gefragt, welches Spiel ihr sehen wollt, Grand Theft Auto oder Crysis. Und viele Leute haben auch für Grand Theft Auto abgestimmt. Und wenn ich wirklich irgendwie die Zeit, die Lust und sonst was finde, also wenn ich halt viele Parts von Crysis habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich nicht ein bisschen schon Grand Theft Auto aufnehme, weil dann kann ich das vielleicht zusammen irgendwie hochladen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe ja nur die Umfrage gemacht, weil das mir einfach zu viel wäre. Ich habe jetzt schon viele Projekte und das wäre einfach zu viel. Ich hätte ganz klar auf jeden Fall Crysis und Grand Theft Auto und wenn es noch möglich wäre, Batman Let's Play, aber nee, da ich auch vorhatte, was gerade im Moment noch läuft wahrscheinlich, Far Cry und Assassin's Creed und dennoch mal drei Spiele oben drauf wären fünf Projekte und da wäre ich ja nur am PC und ich will ein wenig auf meine Welt chillen, so fünf Tage Pause oder so und dann wieder hochladen, irgendwie aufnehmen. Sorry dafür. Für diesen blöden Ton gerade, also wegen dem Mikrofon. Ich bin gerade aus Versehen rangekommen nebenbei. Oh Mann, ich bin so fertig irgendwie gerade. Moment, ich muss mal ganz kurz was trinken, Leute, sorry, aber mein Mund ist gerade so extrem trocken, das geht gar nicht mehr klar. Später zeigen es kommt da auch schon. Das ist schön. Oh, tut das gut, Alter. Trinken, oh, lecker. Mein Mund ist auch arsch einfach nur trocken, ey. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Alter. Fangen die Credits jetzt wieder von vorne an oder so? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Oh, Alter. Ich glaube aber, die fangen wieder von vorn an, deswegen beende ich die erstmal ab hier. Und beende auch zugleich dieses Let's Play. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play von Crysis wieder, also Crysis Warhead. Ja, Chakalaka. Motherfucker. Boy.